Helpouts, so heisst ein neuer Service von Google, der echte Hilfe von echten Menschen in Echtzeit verspricht. Ich habe das ausprobiert und habe als erstes geschaut, ob ich jemanden finde, der mir zeigt, wie man Eier pochiert. I wanted to do this Helpout because I've had more than 50 years of experience. 50 Jahre Erfahrung in der Gastronomie, das hat Kay Goldstein. Und mit ihr zusammen habe ich mir einen Herd gemacht. Any tricks on that? Kay hat mir noch viel mehr können zeigen, als wie man Eier pochiert. Aber auch das hat sie mit Ernsthaftigkeit gemacht und offensichtlich mit Freude. I don't know if that's done yet. Mein erster Kochkurs erfolgreich. Alright. Als nächstes habe ich geschaut, ob mir jemand Tipps geben kann, wenn ich bessere Fotos mache. Gefunden habe ich den John McApody, ein Fashion- und Lifestyle-Fotograf, der auf Porträts spezialisiert ist. Hi, Lucius, how's it going? Hi, John, good. Der John hat sich zuerst meine Fotos auf Flickr angeschaut und wollte wissen, wie ich sie mache. Cool. Ich habe ihm dann mein Material gezeigt, das ich damit fotografiere, und er mir Arbeiten von ihm, die zeigen, was man mit der richtigen Beleuchtung rausholen kann. Nice. As you can see by the shadow, if you turn the face diagonally, it ends up working the same exact way. Fotokurs, auch ein Erfolg, vielleicht aber noch eher etwas für Fortgeschrittene. Als drittes habe ich eine Bassgitarre-Nachhilfestunde genommen. Der Hair-Metal-Bassist Mac Hunter hat sich mit mir abgemüht. Yeah, that looks quite nice. Ich habe ihm gesagt, ich würde gerne wieder anfangen üben, und er hat mir Ideen gegeben, wie. Yeah, sounds like Simpsons. More to me like you're actually putting it in the middle of the back of the neck. And that's actually okay, that's ideal. Zum Schluss habe ich noch ein Computerproblem gelöst haben. Für das habe ich Hilfe von Nicola Minichiello bekommen, einem Computer-, Smartphone- und Software-Spezialist aus Italien in London. Hey, Lucius. Hi, Nicola. How are you? I'm fine. How can I help you today? Ich habe Nicola gefragt, was man mit einem alten iPhone macht, das mit iOS 7 langsam geworden ist. Aus dem Stand hat er mir sagen, wie man einen sogenannten Downgrade auf ein früheres System macht. Vier erfolgreiche Helpouts an einem oben hatte ich. Vier nette, hilfsbereite Menschen. Does that help you? Absolutely. Und auch wenn nicht alle Helpouts gratis sind, in meinem Fall hat es viermal nichts gekostet. Thank you, bye. Thank you. SRF Digital.